Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Binding of Isaac Rebirth Afterbirth. Ich begrüße euch ein weiteres Mal zu einem neuen Run. Ja, und gleich vorweg habe ich eine, ja, schlechte Nachricht ist übertrieben, aber für mich persönlich ist es eine schlechte Nachricht, denn ich habe es geschafft, einen Run zu verlieren. Nein, nicht im Sinne von, ich habe einen Run nicht geschafft, das habe ich schon oft vollbracht. Ich habe tatsächlich einen Run, einen erfolgreichen Run, versehentlich gelöscht. Wie ich das vollbracht habe, erzähle ich euch gleich. Ja, ist ein bisschen schade. Ich habe nämlich in diesem Run einen neuen Charakter freigeschalten, und zwar hier Judas. Das heißt, wir haben jetzt noch mehr Auswahl von den Charakteren, das finde ich gut. Aber ich finde es natürlich schade, dass ich euch das jetzt nicht zeigen konnte. Okay, also ich lege jetzt mal los und erzähle euch dann, was da passiert ist. Sonst rede ich erstmal 5 Minuten und nichts passiert. Und wir spielen... Oh, Eve. Na gut, versuchen wir es mal. So, also was ist passiert? Ihr müsst euch das so vorstellen, bevor ich eine Aufnahme starte, drücke ich immer schon mal die Aufnahmetaste für 5 Sekunden, also lasse die 5 Sekunden laufen und breche dann ab und erst dann starte ich mit der tatsächlichen Aufnahme. Warum mache ich das? Weil mir aufgefallen ist, dass mein Aufnahmeprogramm eine kleine Macke hat. Denn so gut es auch ist, so viele Optionen ich da auch verwenden kann und so klein auch die Rohdateien werden damit, so sehr hat es eine Macke mit Synchronität. Und ich habe immer das Gefühl, wenn ich sofort, also wenn ich ein Spiel starte und dann sofort aufnehme, dass das dann ganz leicht asynchron wird. Das hat, Candy, du hast das schon ein, zwei Mal erwähnt bei Videos, ne? Und seitdem handhabe ich das so, dass ich erstmal ganz kurz die Aufnahmetaste drücke, 5 Sekunden lang laufen lasse und dann, erst dann starte ich mit der eigentlichen Aufnahme. Ja, und natürlich mache ich das dann so, dass ich diese kurzen Videos, also diese, was heißt Videos? Das sind ja nicht mehr Videos, ne? Wie gesagt, einfach nur kurz laufen lassen. Die Dinger lösche ich natürlich. Ich meine, braucht ja auch keiner. Es sind keine Videos und nichts, ne? Ja, dreimal dürft ihr raten, was ich gestern gelöscht habe. Ja, korrekt. Weil das befindet sich dann ja auch im selben Ordner, ne? Also diese kleinen Testdinger, beziehungsweise Kalibrierungsvideos nenne ich sie. Als auch die eigentlichen Runs. Und ja. Wie gesagt, gestern habe ich es tatsächlich vollbracht, den Run zu löschen und nicht das Dingens. Also das 5-Sekunden-Dingens habe ich noch. So, okay, das soll es aber jetzt auch sein. Oh, hat mir das geöffnet, das finde ich gut. Wie gesagt, das soll es jetzt auch sein. Tut mir sehr leid, dass ihr das nicht gesehen habt. Wie gesagt, vor allem mir, weil es ein sehr schöner Run war. Aber gut, sonst. So, habe ich mich jetzt schon über Eve ausgelassen? Könnt ihr auch mal machen. Ach, ich habe eine Pille. Vestige. Ja, okay. Gut. Ja. War jetzt auch nicht so der Hit, ne? Oh, nee, nicht der. Oh, Mann. Das ist auch einer der neuen Bosse, die mich so nerven. Also vor allem ohne Damage. Und meistens ist es einer, der in der ersten oder zweiten Ebene kommt. Ne? Au! Ja gut, wenigstens habe ich jetzt das Vögelchen. Das auch so wahnsinnig viel macht. Jetzt greif mal den scheiß Typen da an. Du bist ein nutzloser Vogel. Ja, jetzt, na endlich. Ja, ja genau. Und jetzt immer drauf auf ihn. Ich meine, du machst zwar auch nicht viel Schaden, aber ja doch, na, es geht. Ja, komm Vögelchen. Ja, genau, immer drauf. Immer mit den Krallen ins Gesicht. Immer ins Gesicht, komm. Komm. Immer ins Gesicht. Jawohl. Ui. Nein. Lass das. Nee, also das ist echt ein Boss, den ich überhaupt nicht leiden kann. Ich lasse das jetzt das Vögelchen machen. Ich konzentriere mich jetzt erstmal, genau, nur auf die Spinnen, wollte ich noch sagen. So, komm Vögelchen, da hast du noch Arbeit. Ja, aber guck, ne, einmal sagt man hier, du nutzloser Scheißvogel und schon fliegt er los und super, muss ich mir merken. Okay, mehr Schaden ist immer gut. Ach, der sieht, Moment, der sieht. Okay, alles klar. Bei Minute 4 rum. Muss ich mir merken. Denn den werde ich rausschreiben. Sofern ich nicht wieder das Video lösche. Ach, das war echt ärgerlich. Aber wie gesagt, immerhin haben wir jetzt auch einen neuen Charakter. Judas ist ein sehr interessanter Charakter, wie ich finde. Oh nee, das will ich nicht. Ist das HP up? Ach, Damage up. Ja, gerne. Sehr, sehr gerne. Gutes Item. Aber das Dingens will ich nicht. Das ist ein Trinket. Und bewirkt, wenn ich Schaden nehme, dass ich dann meistens oder sehr häufig aus dem Raum raus teleportiert werde. Und das will ich nicht. Ich hasse das. Das ist sowas von nervig.
weil sich der Raum dann natürlich zurücksetzt und was wollte ich sagen? Wir dann den Raum neu beginnen müssen. Das ist natürlich gar nichts. So. Okay, weniger labern, mehr spielen. So. Sonst übersehe ich noch mehr als sonst schon. Das war knapp. Doofe Spinne, du. Habe ich eine... Ich habe gar keine Bombe. Ja gut, dann kann ich auch weiter labern, weil dann ist es auch egal, ob ich jetzt Tinted Rocks sehe oder nicht. Ja, Spinne, genau. Versperren den Weg. Das finde ich gut. Brave Spinne. Gute Spinne. Ja, ja, aber was du da oben machst, das gefällt mir gar nicht. Nein, nein, nein. Hör auf. Hörst du auf? Danke. Jan, was ist mit dir da unten? Hallo? Ah, okay. Dachte schon. Was? Ach ja, stimmt. Ich habe diesen Vampir. Das ist Vampir-Item. Das habe ich ganz, ganz... Ah, ganz, ganz selten, wollte ich noch sagen. Über das Item stolpe ich echt nicht oft. So. Naja, wie gesagt, Bombe haben wir keine. Challenge-Raum könnte ich mal gucken. Da war ich jetzt auch schon lange nicht mehr drin. Also vor allem in einer Aufnahme. So. Achso, ja, ich habe nicht volle Herzen. Ich vergaß. Da war ja was. Ja, dieser Raum da unten mit den zwei Schlössern, das, der wäre natürlich sehr interessant, aber ich habe keine zwei Schlüssel mehr. Die goldene Kiste und der Itemraum waren mir. Ach ja, jetzt kriege ich den zweiten Deppen. Das sind echt zwei neue Bosse, die ich absolut nicht mag. Ich weiß nicht mal warum. Der ist nicht so schlimm, aber er dauert halt auch ewig. Ja komm, geh ins Feuer. Ja genau, wenigstens hast du dich kurz mal. Lass das. Ich mag den nicht. Komm schon. Boah. Puh. Das war knapp. Okay, gut. Gut, 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 gut. Oh, und der Teufelsraum. Ach stimmt, wir haben keinen Schaden genommen. Selten genug. Speed up, size down. Finde ich gut. Eine Pille. Das finde ich weniger gut. Jetzt will ich aber auch nicht rein da, weil wenn das jetzt Krampus ist, ich setze mich mal in die Ecke hier. Ich habe Angst, ich habe Angst. Nee, weil mit Are You Wizard, also hier so, ich kann mit dem nicht umgehen. Also ich kann damit überhaupt nicht zielen, das geht absolut nicht. Ich muss kurz warten, tut mir leid. Schluck Kaffee gefällig. Hm. Ah. Ich weiß nicht, wer von euch. Also gut, von einem weiß ich es, der trinkt gar keinen Kaffee. Aber wie ihr anderen das handhabt, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie Menschen ganz ohne Kaffee leben können. Das ist mir ein Rätsel. Aber offensichtlich geht's. So, kann ich jetzt wieder? Gut. Okay, es ist nicht Krampus und ja. Ich würde mal sagen, diese Deals fallen für mich flach. Wie ist das nochmal? Hyper Dimensional Baby oder wie auch immer das Ding jetzt heißt, wäre zwar ganz nett, aber da muss ich für stehen bleiben. Deshalb. Außerdem müsste ich jetzt hier noch Schaden nehmen. Nee. Mm-mm. Lass mal. Das lassen wir mal. Dann lieber in die dritte Ebene. In die Katakomben. Ach Gott sei Dank nicht diese blauen Dinger, die komischen blauen Würmer da ausspucken. Oh. Okay. Dieser Vampir-Ding ist echt gut. Auch wenn es jetzt momentan nichts gebracht hat, weil ich volle Gesundheit hatte, aber trotzdem. Kann das Leben retten. Hier. Ja, hallo, wollen wir... Ja, okay. Dachte schon, jetzt könnte ich in den Challenge-Raum. Ach ja, komm. Oh. Au. Ja, egal. Los, Vögelchen. Jawohl. Au. Ja, gut. Nicht viel verloren. Wenigstens einen Schlüssel bekommen, immerhin. Ich wollte gerade sagen, nichts verloren, nichts gewonnen, aber das stimmt nicht mehr. Okay. Ja gut, jetzt haben wir Schlüssel auch genug. Oh. Kohle, 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 Kohle. Kohle, alles meins, alles meins. Oh. Nee, dich würde ich gerne auf Abstand halten. Danke. So. Oh, ja. Nein, nein, dieses Mal nicht.
Dieses Mal nicht. Oh. Sehr gut. The Moon. Das ist gut. Das heißt, ich komme jetzt nämlich sogar raus ohne... werde ich jetzt sogar sprengen. Einfach, weil ich es kann. Und ich die Kohle für den Shop sparen will. So, jetzt werde ich nicht mehr verletzt. The Moon. Oh. Mhm. Ich glaube, das will ich haben. Necronomicon. Ja, Massenschaden. Finde ich gut. Ja. Gleich mal eingesetzt. Einfach, weil ich es kann. So, ist hier irgendwo ein Tinted Rock? Ich muss auch sagen, die Sonne blinzelt schon wieder. Was heißt blinzelt? Die scheint heute ganz extrem, obwohl wir eigentlich sehr, sehr viel Schnee... Also sehr viel, aber für diesen Winter, für die Verhältnisse dieses Winters haben wir sehr viel Schnee. Die Kiste will ich. Hui. Ich hätte es mir beinahe noch anders überlegt. Okay. Komm schon. Habe ich dieses Layout hasse. Okay. Komm schon. Dankeschön. Okay, das ist der Boss, aber wir suchen natürlich noch den Itemraum. Es wird kein Gegenstand zurückgelassen. Es sei denn, der ist scheiße. Dann lasse ich ihn natürlich links liegen. Oh oh. Ja, das hatte ich jetzt schon befürchtet, dass das jetzt nicht ganz ohne Dingens funktionieren wird. Na? Ah. Mist. Das lief gar nicht gut. Nö. Das lief nicht gut. Okay, warte mal. Lass mich erstmal. Aua! Mann. Lass das doch. Immer diese Akro-Mobs. So. Okay. Boah, ich habe keine Ahnung, was ist das? Reroll. Aha. Also irgendwas wird gererollt, aber ich weiß nicht, Reward. Ja, vielleicht die Gegenstände, die aus Kisten oder so droppen. Nee, obwohl, ach, ich weiß es nicht. Aber nee, ich glaube, ich bleib bei dem Necromonicon. Puh. Oder ich nehme das hier. Wobei ich auch nicht weiß, wie das wirkt. Ich weiß nur, dass es ist so ähnlich wie Guppy's Head, glaube ich, mit dem Fliegen. Was nehme ich dann? Ich meine, jetzt habe ich sie schon gekauft, ne? Ist das schon aufgeladen? Ne, da fehlt noch ein Raum. Das heißt, ich kann es mit dem Boss nicht mehr verwenden. Boah, schwierig. Ich nehme das dunkle Buch. So. Ach, Moment mal. Ich könnte mal testen, ob hier vielleicht... Sehr schön. Oh, ja. Okay, immerhin. So. Dasselbe werde ich jetzt nochmal versuchen mit dem... Zweiten Geheimraum. Oh, nö. Okay, gut. Dann halt nicht. Ja, dann gehe ich mal zum Boss. Hallo. Ja, und gleich reingelaufen. Wunderbar. Wunderbar. Ein Traum. Okay, gleich ein... Ach, zwei blaue Herzen sogar. Moment mal, ich hab doch gar kein rotes Herz verloren. Teufelsraum, hallo, was soll das? Was soll das denn? Tears up. Okay, ja, schön. Gut.
Weiter im Text. Fällt mir gerade total schwer, diesen Run einzuordnen oder einzuschätzen. Das, ja, echt schwierig. Hä, wieso kann... Ich kann mich gerade nicht bewegen. Jetzt ohne Scheiß. Ich stehe doch nicht einfach rum und warte, bis das Ding auf mich zukommt. Ach, lass mich raten, ich stand genau hier. Und wollte da nach oben. Ja, ich hab's schon mal... Ich glaube, das habe ich aber gestern erwähnt. In diesem gelöschten Run, dass ich bei diesen gefluteten Höhlen, dass ich das so ein Problem habe mit diesen Löchern, die ich dann nicht sehe und dann wundere ich mich, warum ich da nicht weiterlaufen kann. Oh Mann. Oh Mann. Ja, euch hat es jetzt auch noch gebraucht hier. Definitiv. Gut, das ging ja noch. Natürlich. Natürlich. Okay. Ja, der Raum war very useful. Definitiv. Der war richtig gut. God dang it. Okay, immerhin. Sehr schön. Sehr schön. Ach, die Dinger. Immer mit ihrem Aimbot. Wie die halt immer... Ah, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Es wäre schön, wenn man das Vögelchen dauerhaft hätte, aber... Das wäre wahrscheinlich nicht im Sinne des Balancing. Leck mich am Arsch, ey. Ja, die wird trotzdem noch getroffen. Außerdem hätte ich es vielleicht für den großen Raum aufheben sollen, aber ich hatte gerade eine leichte Panikreaktion. Eine ganz dezente. Oh. Puh. Boah, wie ich es hasse. Wie ich dieses Layout hasse. Moment mal, warte, Moment mal, hallo. Das hatten wir doch gerade. Was soll denn das jetzt? Frechheit. Eine Frechheit. Sondergleichen. Ah. God dang it. Jetzt wird es aber langsam ein bisschen eng hier. Jetzt mal wieder ein bisschen Konzentration hier. Doch schon wieder ein Kackwürfel, der Reroll Enemies. Ja, nee. Nee. Nein, ich wollte ganz was anderes. Ich wollte hier eine Bombe legen. So, danke. Okay. Ja. Dem bleibe ich mal. So, jetzt habe ich eh nur noch zwei große Räume. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ja, wie gut wär's das denn? Viel zu viele, viel zu viele, viel zu viele, viel zu viele. Ach ja, das ging ja tatsächlich. Natürlich, natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Okay, die Batterie brauche ich jetzt nicht. Beziehungsweise, Schlüssel habe ich ja drei, das reicht im Grunde. Das heißt, ich kann jetzt eigentlich hier rein. Kurz mal den hier machen. Und mir dann die Batterie gönnen. Boah, ich sehe gerade nichts. Das liegt an der Sonne. Ui. Ich glaube, ich kann nicht anders. Nein! 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 Was? Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Und mein Item ist natürlich auch weg. Okay, ich mach kaum Schaden. Ich hab diesen Doppel-Wizard-Schuss. Oh, scheiße, ja, gut.
Liebe Kinder, also Kinder, ne? Ich habe gerade gesehen, wie man es nicht macht, beziehungsweise wie man... Au. Was ist das? Was ist das denn für ein Effekt? Der ist ja cool. Aber trotzdem. Nein. Einfach nur nein. Einfach nur nein. Du Scheiße. Ja, wie gesagt, wie man es halt nicht macht und wie man sich einen Run versaut. Im Grunde. Aber eigene Entscheidung, jetzt wird nicht gemeckert. Okay. Es wäre schön, wenn man den öfters nutzen könnte, ne? Also nicht nur einmal. Kann man das? Nö, ne? Ja, das wäre ja auch bescheuert. Ich meine, dann steht man hier eine halbe Stunde und rollt sich einfach seinen Charakter zurecht. Das wäre ja auch nicht im Sinne des Erfinders. Ist halt Risiko, ne? Mein Gott. Ich kenne zumindest einen jetzt da draußen, der sich gerade einen Ast ablacht. Moment mal, das war doch eine Batterie. Hat sich das jetzt auch geändert? Ja, gut. Aber, warte mal. Dann kann ich erst wenigstens, damit ich irgendeinen Gegenstand habe, vielleicht kann ich auch die Bosse rerollen mit diesem Würfel da. Ach, das hat sich alles Ach, auch die Gegenstände werden geändert. Wusste ich nicht. Poison Tears. Ja, okay, jetzt haben wir das, den Effekt halt auch noch. Lazy. Keine Ahnung. Ich nehme den jetzt einfach mal. Würmli sind immer gut. So. Oh, nee, nicht Stain. Okay. Ah. Ich hasse Stain. Moment mal, ist mein Vögelchen jetzt auch weg, oder was? Au. Ihr habt das nicht gesehen, das war überhaupt nicht knapp. Oh, ich hätte die Karte noch gehabt. Boah, wenn ich jetzt Boah, das wäre natürlich... Das wäre der... Oberhammer gewesen. Oh, da braucht es einen Schlüssel für. Liegt da nicht... Na, ganz am Ende liegt... Oh, nee, Leute, nee. Oh, nee. Das ist mir zu weit. Ja, ich weiß, Candy, du wärst zurückgelaufen. Ah... Ich drücke das jetzt trotzdem mal, zumal ich ja jetzt auch das Layout sehe. Okay. Okay. Ja, ich weiß jetzt echt nicht, was ich davon halten soll. Also es ist jetzt nicht so schlecht, aber es ist jetzt natürlich auch nicht irgendwie weltbewegend, ne? Boah. Ich dachte schon, das war's jetzt. Ja, da ist es halt jetzt extrem doof, weil ich jetzt total nah ran muss und überhaupt. Aber dieser Effekt da mit dieser einen Träne, die dann so richtig groß wird, finde ich cool. Was auch immer das für ein Item ist. Boah, aber es dauert jetzt natürlich auch ewig hier. Oh Gott. Ah! Hilfe! Ich treff nix! Hüpft er jetzt noch hin zu... Aha, okay, das war's. Ja, eigentlich besteht das Ganze jetzt nur noch aus wildem Rumlaufen und irgendwo in irgendwelche Richtungen schießen. Irgendwas trifft schon. Also, das Setup... Ich fände es sogar ziemlich cool, wenn ich nicht diesen scheiß Wizard-Shot hätte hier. Also, so diagonal. Ich hasse das. Man ist halt schon darauf eingestellt, okay, ich schieße jetzt in einer geraden Linie, ne? Aber nein! Ach, ich hab den... Ach, jetzt habe ich das gesehen. Das heißt, ich habe diesen Verkleinerungsschuss und den explodierenden. Super. Super.
Also die Bomben, die stehen heute echt auf mich. Okay. Immerhin. Boah, wie das... Nee, also ich... Ätzend. Ja, okay, da ich sowieso keinen Schlüssel habe. Super. Ja, wenigstens habe ich jetzt genug Bomben. Boah, wie das nervt. Ich will einen normalen Schuss wieder zurück. Bitte. Okay. Oh, ja. Keinen Schlüssel. Keinen Schlüssel. Oh ne. Okay. Nee, das geht nicht gut. Das wird nicht gut ausgehen. Aber wie gesagt, ich hab's ja nicht anders gewollt. Boah, wenn ich jetzt nochmal so einen Würfelraum finden würde, ich würde sowas von drauf treten. Es wird zwar meistens nicht besser, das muss man auch mal ganz offen festhalten. Ich meine, es hat schon was, ja. Es ist anders, es hat schon durchaus seinen Reiz, aber es ist halt auch sehr mühsam. D6 und D20. Ja, bewahre ich jetzt auf jeden Fall auf für den Boss oder für die Belohnung vom Boss. Sollte ich es überhaupt, ich meine, erstmal zum Boss kommen und erstmal den Boss schaffen und überhaupt. Das wäre natürlich erstmal die Grundvoraussetzung. Ah, dieser explodierende Schuss, der hat echt was. Der ist ziemlich cool. Muss man einfach mal so sagen. Ich muss mich einfach nur fernhalten von den ganzen Gegnern. Nichts leichter. Es ist, wie das halt auch aussieht. Oh, ich habe eine Kiste. Wisst ihr was? Dann gönne ich mir. Ach, Damage up. Ja, das ist doch fein. Gleich ein ganzer Strich. Jetzt geht's ab. Nee, ist ja schön. Damage ist immer schön. Also, das wahllos im Kreis rumlaufen, das hilft eigentlich echt ganz gut dahingehend. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ist hier irgendwo ein Tinted Rock? Ja, da ist einer. Und Bomben habe ich ja genug. Oh, nice. Nee, den Ausgang habe ich nicht gesehen. Aufwachen. Ja, ja. Ich bin wach. Bin total wach. Ach, komm schon. Oh, fuck. Naja. Danke. Hatte ich jetzt schon befürchtet. Die Dinger sind echt nervig. Wenn die mal ihren Hals rausstrecken. Okay. Jetzt habe ich halt wieder keinen. Blaues Herz. Okay. Dankeschön. Oh, hier schon wieder. Wie sie halt auch immer, ne? Immer treffen würden. Immer diese Hacker, ey. Hacker und Cheater und hast du nicht gesehen und. Okay. Aber das ist einfach, das ist, seht ihr jetzt hier wieder einen Grund, warum ich einfach Binding of Isaac so wahnsinnig gern mag. Immer wieder Sachen, Kombinationen, Items, die man noch nicht hatte und die man noch nicht gesehen hat. Ich finde das einfach super. So. Oh fuck.
glaube, da kommt mir das jetzt sogar zugute, ehrlich gesagt. Au! Ich nehme alles zurück. Oh. Ja, wie das... das ich kriege jetzt Range up. Moment mal, ich versuche das jetzt... Ach, HP up. Ja, doch, ist natürlich... ist mir lieber. Keine Frage. Keine Frage.